Powered by TBF, Global Asset Management. In der zweiten Runde des Rothauspokals traf Rielasing auf den SC Pullendorf. Das nächste Derby in der zweiten Runde und es sollte spannend werden. Zwei Ex-Rielasinger heute im Kader bei Pullendorf, Daniel Niedermann aber nur verletzungsbedingt auf oder neben der Bank und Silvio Battaglia im Sturm gesetzt. Die erste Chance haben auch die Gastgeber nach 5 Minuten, der Ball am Ende aber nur im Außennetz. Insgesamt hat Pullendorf vor allem Offensivaktionen in der ersten Halbzeit. Hier mal die nächste Möglichkeit, langer Ball, aber Gianluca Tolino war zur Stelle und köpft den Ball schön nach vorne weg. Pullendorf aber insgesamt griffiger im Spiel, konnte eine Chance nach der anderen herausarbeiten, aber gefährlich wurde es insgesamt nicht. So ging es dann auch mit einem dürftigen 0:0 zur Halbzeit in die Pause und beide Mannschaften mussten unbedingt mehr bringen in der zweiten Hälfte. In der 56. Minute wurde es dann mal richtig knackig vor dem Kasten der Thalwiesener. Rückpass von Patrick Peters, Gianluca Tolino konnte ihn nicht gut verwerten und der Ball auf der Linie geklärt. Knappe Kiste für Rielasing, da war Pullendorf kurz vor dem Tor. Und dann die erste gute Möglichkeit für Rielasing, da war selbst die Kamera verwirrt. Eckball kommt rein, Patrick Peters verlängert und Obed bringt das Ding im Netz unter per Kopf. Endlich war man in Führung, auch wenn es lange nicht so aussah. Rielasing machte langsam mehr Druck nach vorne und da war die 1:0 Führung für die Thalwiesen-Elf. Und dann springen wir schon in die 96. Minute und das ist die 6. Minute der Nachspielzeit. Pullendorf versucht nochmal alles, wirft alles nach vorne. Ball wird geklärt von Rielasing. Willibald mit der schlechten Annahme. Nathan Malonga mit der Zeit kommt an Willibald vorbei. Am Gegenspieler hat die Zeit, hat den Überblick. Obed frei, 1 gegen 1 noch. Schiebt den Ball am Spieler vorbei. Und da ist die Entscheidung in der 97. Minute für Rielasing. 2:0 kann man hier gegen Pullendorf gewinnen. Unglaubliche Leistung, die wohl am Ende auch durch einen starken Auftritt in der zweiten Halbzeit geprägt war. Und somit zieht man die nächste Runde des Rothauspokals ein und trifft in 2 Wochen am Mittwoch gegen den FC Augen in Augen um 17:30 Uhr.